Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel und an all die Lieben im Mitgliederbereich. Sorry, ich hab's nicht vergessen, aber irgendwie fehlt mir heute die nötige Zeit und auch, irgendwann ist es genug orakelt im Laufe eines Tages. Ich hole die Legung von heute Morgen nach, ganz fest versprochen. Hier möchte ich jetzt einen Ausblick auf das Wochenende machen, was dich und den Otto betrifft. Gucken wir mal, ob es irgendwelche gravierenden Veränderungen gibt. Vor allen Dingen ist immer interessant zu sehen, welches Level ich halt eben gerade so besuchen darf. Du schaust für dich, ob du mit der Legung was anfangen kannst, was anderes, ob man eine private Legung bekommt oder halt eben sich eine Kollektivlegung anschaut. Ich kann dich in Teilen vielleicht da abholen, wo du stehst, aber seltenst zu 100%. Wenn die Legung gar nicht auf dich passt, dann versuch sie dir nicht passend zu machen. Wir fangen mal an. Ich wüsste gerne, was ist dein Motto fürs Wochenende? Und wie sieht es bei Otto aus? Ottos Motto. Was zeigt sich denn da? Wichtig, in allen Lebenslagen wichtig, sei authentisch du selbst. Sage echt und ehrlich, wer du bist und was du empfindest. Du brauchst dich vor Otto sowieso nicht zu verstellen, der merkt das. Also kannst du auch direkt ehrlich und wahrhaftig um die Ecke kommen, aber das will halt erstmal gelernt werden. Ja, wenn ich von mir ausgehe, ich war viel zu lange in meinem Leben everybody's darling, wollte auf alle einen tollen Eindruck machen und so weiter und so fort. Das hat sich in den letzten Jahren rasant geändert und seitdem lebt es sich wesentlich angenehmer. Und ich weiß, dass viele von euch eben auch auf diesem Trip sind. Das ist eigentlich jetzt schlicht und ergreifend ein Hinweis. Solltest du am Wochenende Kontakt zu deinem Otto-Mäuschen haben, dann verstell dich nicht. Sag ehrlich und echt, was du empfindest. Ist was schief, dann darfst du es ihn ruhig wissen lassen. Weil wenn du ja sagst, aber nein meinst, das merkt er. Er merkt das. Er konzentriert sich am Wochenende auf die Liebe. Suche bei jedem Menschen in deinem Leben die guten Eigenschaften. Ja, wäre natürlich auch schön, wenn er die Suche bei dir anfängt, aber das ist schon mal eine sehr positive Karte, weil der Otto hat ja lange in seinem Leben immer die Dunkelheit, das Düstere, die Probleme, das Drama gesehen. Er fängt jetzt an, die Schönheit des Lebens zu erkennen. Und in seinem Mindset die Gedanken halt eben auch zu verändern, wo früher alles negativ war, erschafft er sich jetzt positive Aussichten. Dadurch kommt natürlich auch viel mehr Positives in seine Richtung zurück. Deine Energie. Und wie sieht es bei ihm aus? Energien verändern sich natürlich am Wochenende. Ich möchte so eine Grundtendenz haben. Ja, könnte sein, dass manche von euch jetzt am Wochenende nochmal in Erinnerungen schwelgen, sich da der Rückschau hingeben. Ja, vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, mal Zettel und Papier und einen Stift zu nehmen und dir gewisse Dinge aufzuschreiben. Ich nehme das so wahr wie so ein Stück weit Reflexion des Ganzen, was bisher geschehen ist und welche Entwicklung stattgefunden hat. Bei ihm sind die Gefühle im Flow. Er ist im Einklang mit sich selbst am Wochenende, bekommt auch ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, ist sehr friedlich, das hören wir gern. Und lässt die Dinge fließen, lässt alles kommen, wie es eben kommt. Hat so eine schöne Art von Gelassenheit in sich. Und was war der arme Junge gehetzt, als ich hier mit meinen Orakeln angefangen habe? Ein Impuls in deine Richtung.
Ich achte auf die Botschaften meines Körpers und ja, dein Körper ist dein Kompass, ne? Auch wenn du da manchmal sauer bist, dass du so gewisse Maläste da gezeigt bekommst, wenn du das als Alarmsignal siehst oder als ja, Kompass, es stimmt was nicht. Dein Körper macht dich ja darauf aufmerksam, es stimmt was nicht. Da gehen dann viele in der Form mit um, Pille rein und dann wird das schon wieder werden. Nee, such nach der Ursache. Jedes körperliche Gebrechen hat eine Ursache. Ich habe das lange auch nicht glauben wollen, aber wenn man mal ein bisschen achtsamer mit sich und seinem Körper umgeht, und viele gehen achtsamer mit sich und seinem Körper um, als sie das möchten, weil das einfach so ein feines Antennchen ist, dann kann man sich das zunutze machen. Mein Körper strebt stets nach optimaler Gesundheit. Er möchte heil und gesund sein. Ich arbeite harmonisch mit ihm zusammen und werde gesund, heil und erfüllt. Und wenn du jeden Tag ein paar Mal sagst, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, dann bist du irgendwann gesund. Das ist, hört sich einfacher an, als es ist. Ich weiß, es gibt auch ganz schlimme Krankheiten, aber ja, ich muss jetzt kein Buch erzählen. Ich sage nur Dr. Joseph Murphy, die Macht des Unterbewusstseins, Heilhypnosen und so weiter und so fort. Es hilft. Eine Karte für Otto, bitte. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht ins Schwafeln kommen, sondern hier kurz und knackig was auf den Tisch legen mit einer Tendenz fürs Wochenende. Wir haben für ihn, ich bin liebenswert. Er beginnt sich wirklich anzunehmen, wie er ist. Ich muss mir Liebe nicht erst verdienen. Ich bin liebenswert, wie ich bin. Andere spiegeln die Liebe, die ich für mich selbst empfinde. Ja, und auch du tust das, ne? Und ich bin sicher, auch bei Veränderungen. Veränderungen mag er überhaupt nicht. Das ist auch noch so ein Hemmnis, weshalb er nicht sagen kann, komm, Baby, wir probieren das jetzt in der Realität miteinander. Alles, was sich verändert, ist erstmal hochgradig kompliziert für ihn, weil seine Synapsen im Kopf auch ein bisschen anders arbeiten. Hier sind nämlich sehr viele Windungen bei ihm unterwegs und der ist auch jemand, der über die Sinne noch jede Menge Input bekommt. Man könnte das Ganze schon mal ein bisschen überladen nennen. Ist er in einem gechillten Umfeld, wo er sich gut auskennt, ist es kein Problem. Geht aber zum Beispiel schon durch ein Geschäft und da sind so viele Energien und so viele Huhuhu Inputs, dann ist das schon eine Herausforderung für ihn. Das kennen viele aus dem Kollektiv aber auch. Ja, die Fachleute könnten das autistische Züge nennen. Ich nenne das einfach hochsensibel. Der tut sich einfach schwer mit Veränderungen, aber die Karte, die sagt, mit Freude und Leichtigkeit begegne ich dem Neuen. Wunderbare Erfahrungen treten an die Stelle des Alten. Mein Leben wird immer besser. Ja, und vielleicht probiert er mehr aus, als er sich bis vor einiger Zeit noch selbst zugetraut hätte. Wir machen einen Spoiler, und zwar so wie gestern auch, weil ich möchte jetzt nicht mehr noch Stunden was erzählen. Das Wochenende bringt für dich Folgendes. Als erstes mal eine schöne Überschrift, hoffe ich. Und fürs Otto-Team. Jo, wir haben, glaube ich, am Dienstag Neumond. Ne? Der Mond, der zeigt sich schon. Es ist nicht mehr lang hin bis Dienstag. Ja, warte, ich erzähle erstmal was über dich. Ja, ich habe mit den Überschriften was von Reflexion, Selbstreflexion erzählt. Hier liegt jetzt der Reflex. Ich nehme die Karte sonst anders wahr, aber ich denke, das wird für einige nochmal Thema sein. Auch innere Reinigung. Reinigung in allen möglichen Facetten. Sich einfach von Altlasten befreien, Platz für Neues schaffen, Platz für Gefühl schaffen. Und ja, ich nehme das mit den ersten drei Karten für dich so wahr, dass du ziemlich im Flow bist, dass du die Dinge so nimmst, wie sie kommen, die Gelegenheiten aber auch so nimmst, wie sie eben auf dich zukommen.
Und der Spoiler erzählt uns jetzt Folgendes. Was soll am Wochenende zwischen euch beiden passieren? Oder zumindest, was soll auf deiner Seite stattfinden? Ein Neustart. Surprise, surprise. Also kann sein, ne, dass so in den nächsten 72 Stunden dann nochmal so ein kleiner Flashback kommt. Vielleicht wirst du auch aus dem, an Themen aus der Kindheit nochmal erinnert. Da ruft jemand an und tschüss, geht gerade nicht. Du hast aber das Empfinden, dass das innere Kind nicht mehr ganz so laut schreien muss, wie es das vielleicht noch vor einem halben Jahr getan hat. Es ist viel Gerechtigkeit passiert. Du hast für dich viel aufarbeiten können, dass dir das innere Kind gar nicht mehr so viel an Ego in den Weg räumt. Für einige ist das Wochenende wie gemacht dafür, sich auf die Reise zu begeben, vielleicht mal einen kleinen Ausflug zu planen, was anderes zu sehen. Und es scheint so zu sein, dass auch viele von euch am Wochenende eine Überraschung zukommt. Der Otto hat in den Überschriften, wie gesagt, hier den Mond liegen. Ich nehme den als den Neumond wahr, auch wenn hier ein zunehmender Mond abgebildet ist. Stimmt das? Nee, ist egal, es ist der Neumond. Er ist ja jetzt schon länger dabei, wirklich gemeinsame Pläne zu schmieden. Er hat dich schon mit einbezogen in seine Zukunftsplanung. Und ich denke, das geht immer mehr und immer mehr und immer mehr in Richtung gemeinsames Leben. Vielleicht kommt der entscheidende Impuls tatsächlich dann um den Neumond herum. Und für das Wochenende soll ich über ihn Folgendes erzählen. Leidenschaft, Frieden, Harmonie. Ja, mit der Mäßigkeit sieht man das ja auch, das in einem sehr gechillten Modus. Jetzt fliegt hier eine Skatkarte raus, auch interessant. Ach ja. das ist krass. Also, da wird es sehr friedlich werden. Hier ist der Fragensteller rausgehüpft, also du. Ihr werdet schöne Momente miteinander teilen und der Herr Otto hat eine Lösung für dich oder bietet dir einen Lösungsvorschlag für eine Frage an, die dir auf der Seele brennt. Hier ist das Haus rausgesprungen. Könnte sein, dass für viele da überraschend eine Einladung um die Ecke kommt. Denn der hat sich von vielem, was falsch war in seinem Leben, entfernt. Du bist es einfach für ihn. Und er fühlt sich einfach super verbunden mit dir, super verankert. Wir haben schon wieder das Haus. Du bist ein Teil seines Zuhauses jetzt schon, auch wenn du noch nicht bei ihm wohnst oder sowas. Nehmen wir noch, haha, jetzt juckt's, ein letztes Statement mit für dich als Denkanstoß und eins für ihn. Die Karten haben manchmal sehr viel zu berichten und manchmal, ja, lese ich sie dann einfach nur vor. Die wissen nicht so richtig Bescheid über den Seelenpartnerprozess. Das sind halt einfach so, ich bin verliebt, Kärtchen. Suche das Schöne, nimm dir vor, heute in allem das Schöne zu sehen, auch in dir und deinem Partner. Das geht an dich. Stelle dich vor den Spiegel und nenne laut drei Dinge, die du an dir selbst richtig schön findest und dann nenne drei Dinge, die du an deinem Partner besonders liebst. Eine Übung, die kann man machen, das kostet nicht viel Kraft. Und er hat folgende Karte, schreibt euch gegenseitig eine Liste mit den 10 Dingen, die ihr am meisten am anderen liebt. Ob er das macht. Es ist ein Impuls für den einen
oder anderen. Und ich lasse es jetzt mal so stehen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr lieben Mitglieder, werdet morgen gefüttert. Ich hoffe, es geht allen gut und ihr seid in eurer Kraft, in eurer Stärke. Danke fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren und ich lasse mal liebe Grüße da und ja, gern bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.